Montag und ich dachte, Mensch, Montag ist ein perfekter Tag, um zu filmen. Eigentlich habe ich das nicht gedacht. Eigentlich drücke ich mich vor der Hausarbeit. Das kann ich ja wunderbar, indem ich euch eine Freude mache. Entschuldigt bitte meine Nägel. Meine Nägel sind eine Katastrophe. Es gibt so Sachen, die kann ich machen. Da denke ich, das ist gut, wenn ich eigentlich was anderes zu tun habe. Und es gibt Sachen, die kann ich nicht machen, weil ich dann denke, ah, jetzt, also müsstest du eigentlich was anderes machen. Nägel machen gehört zum Beispiel so dazu. Warum auch immer, das wäre ja eigentlich wichtiger. Gut, langes Gequatsche. Das hatten wir ja, das hatten wir, hatten wir das, das, das hatten wir das letzte Mal gemacht. Das habe ich alleine gemacht. Und jetzt sind wir hier. Und ich kann euch an diesem Zug gleich sagen, da das Insert sich ja dem Ende nähert und ich ja eigentlich mehr journalen möchte, also zumindest habe ich oft das Bedürfnis. So. Und ja, würde mir gerne diesen Freiraum nehmen. Jedenfalls brauche ich ein neues Insert und das werde ich ja demnächst binden. Und dann habe ich überlegt, ob ich entweder das hier als Video mache oder hier als Live. Stream, weil man da ja ein bisschen mehr mit euch reden kann. Oder Instagram-Livestream. Das habe ich ja schon mal gemacht. Da weiß ich, dass das irgendwie funktioniert. Ich weiß nicht. Also ihr könnt mir das gerne schreiben. Das letzte Mal habt ihr mir ganz viel geantwortet auf eure Bedürfnisse hin quasi. Und das fand ich eigentlich ziemlich gut. Also so weiß ich, was ihr wollt. Also ihr wollt halt, dass ich weiterhin lange Videos mache mit Gequatsche. Herzlichen Glückwunsch. Hier habt ihr es. Und ja, also insofern sagt mir mal, ob euch das gefallen würde, ein Live zu machen. Ich weiß, dass es da mit der Zeit ja immer so ein bisschen schwierig ist. Ich würde das dann vielleicht eher am Wochenende machen. Oder halt abends unter der Woche, aber für die, die Kinder haben oder so, ist das vielleicht auch nicht so cool. Was wollte ich denn jetzt? Okay, fangen wir erstmal ganz von vorne an. Also erstmal habe ich mir einen interessanten Farbton rausgesucht, nämlich so gelb-orange. Und ich bin überhaupt kein gelb-orange-Fan, aber ich würde gerne dieses Bild verwenden. Und zwar ist das die Schauspielerin Puk Chabau. Ich weiß nicht, ob das ein richtiger Name ist und ich spreche es bestimmt falsch. Das ist eine dänische Schauspielerin, die als Nebenrolle vorkommt in der dänisch-schwedischen Serie Die Brücke. Auf Netflix könnt ihr die gucken. Ist eine Krimiserie und ich bin nicht so der Fan von, also was heißt, ich bin nicht der Fan von Krimiserien, ich bin Fan von guten Sachen, sowohl Literatur als auch Film. Und das ist einfach eine gute Sache und deswegen kann ich euch das empfehlen. Ich dachte, dass ich diesen Zeitungsausschnitt dann gleich mal mit verwende, weil das irgendwie farblich gut passt und weiß nicht, wann ich den sonst verwenden soll. Und ich habe noch nie eins von diesen gelben, oder zumindest kann ich mich nicht dran erinnern, Tickets verwendet, die ich mal in einer Happy Mail hatte, was ich irgendwie auch gerne täte. Und ich weiß nicht, ob so richtig Craft Paper dazu passt. Wir werden das dann vielleicht mal gleich gründen. Das Papier steht schon bereit. Und ja. Ja, ich finde sie jedenfalls unheimlich attraktiv. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe da irgendwie so eine Art Schädigung und keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Gehen wir nicht weiter drauf ein, gehen wir da einfach drüber. Alex hat ein Video hochgeladen, ein neues, was ich total toll fand, weil es nämlich, habe ich das überhaupt geliked? Ich gucke das manchmal bei meinem Fernseher und dann kann ich das nicht so liken. Auf alle Fälle war das einfach so, es hat mich so ein bisschen an Tacheles erinnert, weil sie gar kein richtiges Thema hat. Also sie hat das irgendwie Favoriten genannt, glaube ich. Alex, tut mir leid, wenn das jetzt nicht stimmt, aber jedenfalls hat sie über alles so ein bisschen geredet und ja, da wurde einem dann auch irgendwie nicht langweilig, weil sie halt immer das Thema wechselte, wenn man dachte, okay, es ist genug. Wisst ihr, was ich meine? Jedenfalls hat mir das Video sehr gut gefallen. Also so ein bisschen über alles zu reden. Das ist immer das Problem. Also das kann ich zum Beispiel nicht so gut. Ich kann zwar viel reden, aber ich mag immer gerne, also über Sachen reden, die irgendwie so, weiß ich nicht. Also ich denke mir immer, ich brauche kein Video zu machen über alles, weil ich nicht weiß, was ich dann sagen soll oder so. Beziehe mich da lieber dann auf ein Thema, also Thema in Form von einmal Journalen oder einmal das und so. Das liegt mir irgendwie mehr. Ich habe immer so ein bisschen Angst vor diesen Tacheles und ich zeige euch mein Setup, weil ich immer denke, wen interessiert das, ne? Und ich finde das aber total spannend, wenn sie mir dann so Sachen erzählt. So blöd ist das manchmal.
Ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie jede Seite inzwischen gleich aussieht. Man klebt immer irgendwo ein Bild hin oder malt halt ein Bild hin. Das sind immer so etwa an denselben Orten, also an denselben Stellen so. Ah, es ist irgendwie alles the same. So, jetzt können wir mal meine Krabbelkiste hier rausholen. Es gibt diese Kiste, das ist so eine IKEA-Unterteilungs-irgendwas. Und die habe ich halt so größere Papierschnipsel drin und die habe ich halt so ganz kleine Papierschnipsel drin, die halt auch vielleicht für meinen Kalender gut wären. Und in der Regel gucke ich hier zuerst rein, damit sich das nicht so riesig anstaut. Und hier sind wir zum Beispiel noch ein bisschen Schriftreste. Dann finde ich nämlich da drin nichts mehr. Das wäre dann ungünstig. Aber so kann man das machen. Und da sind dann halt auch einfach so Reste drin, die man irgendwie noch verwenden kann. Ich hätte gerne irgendwas Kontrastartiges. Das habt ihr mir übrigens auch geschrieben. Also vielen Dank jedenfalls für eure ganzen Kommentare. Ich fand es toll, das zu lesen und toll zu sehen, dass ihr noch da seid und dass ich das hier nicht umsonst mache. Das war sehr, sehr, sehr schön. Und ich fand das ganz interessant, weil halt viele geschrieben haben, sie mögen halt lieber Gequatsch. Also wenn dann Voice-Over, aber nicht nur Musik. Und das nicht nur, weil sie halt nebenbei journalen. Es kam halt öfter so zur Sprache, dass ihr gerne wissen wollt, warum ich die Entscheidung treffe. Und das finde ich halt total witzig, weil, keine Ahnung, man macht das doch intuitiv, oder? Man nimmt sich halt so ein bisschen Sachen, die man so hat und dann, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das, erkläre ich das sonst? Also ich habe jetzt erklärt, warum ich das Bild gerne hätte von einer für mich attraktiven Frau, aber ich weiß nicht, ob euch das jetzt so hilft. Es ist jetzt irgendwie kein Farbkontrast, ne? Das ist irgendwie ein bisschen zu warm vielleicht. Ich hoffe, die Kameraqualität ist in Ordnung. Wir haben ja das Hoch oder das Tief, ich kann mir das nie merken. Eberhard heißt er jedenfalls. Eberhard ist hier. Und weil Eberhard da ist, ist einfach super schlechtes Wetter über Potsdam und Berlin. Und ich bin letztens schon so in den Regen gekommen, es war richtig ätzend, weil ich noch eine Stunde nach Hause fahren musste. Dann habe ich was abgestempelt. Ja, vielleicht können wir das mal irgendwie dahinterlegen. So hier an der Seite oder so. So, und dann. Das finde ich gar nicht schlecht. Das da. Ja, am besten, ich gucke immer, wie ich das in den letzten Seiten gemacht habe. Da habe ich da was. Hier habe ich da. Und ich sage ja irgendwie, ist die Aufteilung doch immer so ähnlich. Jedenfalls wegen Eberhard kann man jetzt hier nichts mehr sehen. Keine Ahnung, wie man das hier. Also wenn, dann müsste es ja irgendwie hier. Naja, weiß ich noch nicht, weiß ich alles nicht. So ist das immer. Aber ihr wolltet ja die langen Videos. Na gut, also das finde ich halt schon mal nicht schlecht. Ich hätte das gern hier am Rand. Ich schneide es später ab und klebe es jetzt. Ja, okay, Thema Serien. Also jedenfalls kann ich halt die Brücke empfehlen, falls ihr sie noch nicht kennt. Mir wurde die gar nicht vorgeschlagen. Es ist gar nicht, also die wäre mir auch nie aufgefallen, wenn die irgendwie mir auf Netflix vorgeschlagen worden wäre, wäre ich wahrscheinlich total drüber und weggegangen, aber eine Freundin hatte das empfohlen und dann dachten wir geben dem mal eine Chance. Und irgendwie war das dann doch spannender als gedacht. Ich finde das halt sehr schön, dass die Polizistin, die Hauptperson spielt, die hat halt Asperger und das macht das Ganze noch so ein bisschen aufregender als jetzt ein normaler Krimi, ne? Und halt auch ein sehr authentisches Asperger. Die meisten sind ja dann einfach nur so grenzenlose Genies, wo du denkst, okay, also so eine Menschen kenne ich halt nicht, ne? Und sie ist halt noch sehr greifbar und authentisch und das finde ich halt sehr, sehr sympathisch. Und, also wirklich sehr sympathisch. Mir tut ihr halt auch mal so wahnsinnig leid, weil man, also ich zumindest kann mich da ganz gut reinversetzen, dass sie einfach ihre Umwelt nicht versteht und nicht so richtig weiß, warum die Leute so auf sie reagieren und sie kriegt ja dann halt auch gemeine Spitzen gegen sie nicht so richtig mit. Und dann tut mir das immer so leid. Und dann möchte ich sie in den Arm nehmen und es ihr erklären. Und ja, ich habe ein sehr enges Verhältnis zu ihr.
Genau. Ansonsten gucke ich gerade, wenn meine Frau nicht da ist, und ich bin ja doch oft zu Hause, gerne so Wikinger-Serien. Tatsächlich habe aus lauter Verzweiflung The Last Kingdom angefangen, was es auch auf Netflix gibt, oder auch eine Netflix-Produktion ist sogar, glaube ich. Und das war so okay, aber ich mag halt das Thema irgendwie. Und dann habe ich, als ich das zu Ende geguckt habe, reden wir nicht drüber, habe ich jetzt Vikings angefangen, ist irgendwie naheliegend vom Titel schon. Das ist auf Amazon Prime. Ist übrigens alles Werbung, was ich hier mache, wahrscheinlich, aber ja. Ich gerade das und ich finde das ja mal super faszinierend. Ich weiß gar nicht genau warum. So, und dann dekorieren wir noch damit. Ich würde gerne, so gerne ein paar gute Tama-Sticker verwenden. An guten Tama-Stickern mangelt mir das irgendwie immer. Also ich weiß auch nicht. Mir fällt immer erst im letzten Moment ein, dass ich die habe und ich finde die so süß und dann ärgert mich das. Auf jeden Fall möchte ich jetzt welche verwenden. Wenn wir sowieso schon mal bei so gelblichen Tönen sind, dann kann man das doch auch mal machen. Ja, jedenfalls gestern in der Folge von Die Brücke hat eine Frau den Verdacht geäußert, dass ihr Neffe nicht wirklich ihr Neffe ist, weil nämlich die Frau, also die Mutter von dem Kind, wohl fremdgegangen ist. Denn das Kind hat braune Augen, obwohl beide Elternteile blaue Augen haben. Und da musste ich mich erstmal ein bisschen auffrischen in Genetik und habe das Ganze nochmal nachgeguckt, ob das jetzt wirklich so ist, weil ja braun eigentlich dominant ist, aber so ist es ja. Also jedenfalls so laut Internet. Sich eine rezessive, also wenn zwei Partner mit rezessiven Augenfarben, kann man das so sagen, auch, ja, also nicht wahr, ein Kind zeugen und das hat, also müsste es halt auch genau dieselbe rezessive Augenfarbe haben, logischerweise, denn wenn sich rezessiv gegenüber dominant durchsetzt, dann ist ja auch egal. Jedenfalls müsste es dann tatsächlich irgendwie blonde. Ach Gott, was ist da mit mir? Blaue Augen haben. Und dann dachte ich, okay, na, wenn das so ist, dann ist das halt so. Und dann habe ich gelesen, oder weitergeguckt, dass wenn ein blauäugiger Mensch mit einem braunäugigen Mensch ein Kind macht, dann kann es keine grünen Augen haben. Und das hat mich so ein bisschen stutzen lassen, denn ich habe grüne Augen, ja. Und sonst hat wirklich niemand in meiner Familie grüne Augen und mein Vater ist blauäugig und meine Mutter ist braunäugig. Und ja. Also, entweder stimmt das genetisch nicht oder ich muss noch mal ein bisschen Ahnenforschung betreiben, noch mal meine Mutter ein bisschen löchern. Ich sehe hier nämlich tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ich hege keinen Zweifel daran, dass sie meine Mutter ist. Allerdings bin ich mir jetzt bei meinem Vater ein bisschen unsicher. Ich traue das meiner Mutter jetzt eigentlich nicht zu. Ich denke eher, dass die Wissenschaft grundsätzlich einen Fehler gemacht hat. jedenfalls, what the fuck, ja. Gut, ich habe ja dieses orange angehauchte Washi. Aber ich hätte gern noch so ein Farbtupfer auf dieser Seite. Also so nur, also Ton und Ton mag ich jetzt auch nicht. Ich überlege, ob ich ein bisschen ins Rot gehe. Oder halt ins knalligere Rot als das. Also irgendwas, also richtig rot wäre ja auch schon wieder Ton und Ton. Oh, ich habe auch, die vergesse ich auch immer. Habt ihr die auch gekauft? Ich vergesse die einfach. Ich habe mir die schon vorne hingelegt, aber irgendwie, ich beschließe jetzt, dass ich die nochmal benutze auf dieser Seite. Ja, aber ansonsten irgendwie sie. Das wäre auch so ein Moment, wo man gut was stempeln könnte und das dann aufkleben könnte. Ich habe ja noch nichts gestempelt und habe irgendwie Lust, was zu stempeln und das gefällt mir gar nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, was hier passiert. Das ist aber wahrscheinlich so ein Brocken von so einem Kleber. Und das sieht dann nochmal doof aus. Ne? Also da könnte jetzt
durchaus zum Beispiel hier nochmal was drüber oder halt trotzdem so längs. Irgendwie, keine Ahnung. Irgendwas muss jetzt da drüber gemacht werden. So. Okay, ja. Also checkt jedenfalls eure Augenfarben. Ihr könnt da wahrscheinlich noch ein paar interessante Sachen über eure Eltern herausfinden. Ja, keine Ahnung, aber ich meine, hat irgendwer von euch Biologie studiert oder so? Das ist doch jetzt schon komisch, oder? Ich meine, eigentlich sollte ich doch jetzt braune oder blaue Augen haben. Ist ja nicht so, dass sich das einfach mischt. Bei Augen ist das wohl nicht so richtig so. Und es gibt ja auch, also ich bin wahrscheinlich auch der Mensch, der am meisten von anderen Leuten zu hören bekommt, wie seine Augen aussehen. Also ich weiß nicht warum. Oh, das Tape könnte ich auch nehmen, so mit so grün drin. Aus irgendeinem Grund denken die Leute immer besser zu wissen als ich, welche Augenfarbe ich habe, ja. Dabei gucke ich mir selber wahrscheinlich tausendmal öfter in die Augen, als andere Leute es tun. Das Tape könnte auch ganz gut passen. Ach, was weiß ich. Überfordert. Das ist halt nicht so meine Farbe. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich werde es auf alle Fälle beides zum Aufklappen machen. Hier vielleicht. Hier so. Ja, damit ich wieder mehr schreiben kann. Ich habe nicht aufgepasst. Es ist wieder irgendwo ausgegangen. Ich habe das gerade angeklebt. Ich glaube, mehr habe ich noch nicht gemacht. Ich habe noch weiter über Augenfarbe geredet und wie verwirrend ich das doch jetzt finde. Diese neueste aller Erkenntnisse. Hier hätte ich gerne mehr so einen kleinen runden Flops als so ein, was ich hier habe. Vielleicht so ein Cremefarben, aber das sieht wieder aus wie der Hintergrund da. Das nervt ja auch, ne? Hier so ein gelben oder so ein orangen. Vielleicht eher gelb. Was habe ich noch im Angebot? Die habe ich ja auch. Ich versuche mal irgendwie jetzt zu verwenden, was ich habe. Manche Sachen lassen sich wirklich ziemlich schwer verwenden. Die sind ja eigentlich für Kalender zum... Aber ich weiß immer nicht, was ich da jetzt machen soll. Ich denke, ich nehme mal so einen gelben hier. Das ist übrigens, weil ich das in dieser braunen Travelers Notebook Tasche drin hatte. Also diese Insert Tasche, die ich mir auf AliExpress bestellt habe. Das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Nehmen wir das mal und gucken mal, ob wir das noch gebrauchen können oder ob das zu dreckig ist. Sieht ganz gut aus. So. Tada. Ist natürlich relativ instabil und wir machen das Ganze hier nochmal ein bisschen fester, aber... Genau, wo war ich? Ja, also mein Vater ist wahrscheinlich nicht mein Vater. Also ich finde es halt relativ... Ich habe halt kein Verhältnis zu meinem Vater, so gar nicht. Ich kenne den Mann nicht wirklich. Insofern fände ich das jetzt nicht so schlimm zu erfahren, dass das nicht mein Vater ist. Aber ich glaube halt schon, dass mein Vater ist. Ich finde es halt nur witzig. Also komisch, merkwürdig, dass das jetzt irgendwie so anders ist. Als ich weiß auch, dass ich meine Großmutter, also väterlicherseits, mal gefragt habe, ob... irgendwer in der Familie grüne Augen hat, dass das irgendwie sich bei mir so durchgesetzt hat oder so, keine Ahnung. Und nee, da hat sie mich angeguckt, meinte, nee, also grüne Augen nun nicht. Okay, interessant. Und anscheinend geht das ja auch gar nicht, dass sich das so durchsetzt. Also, ja. Sehr interessant. Okay, ich glaube, das Thema Augen habe ich jetzt erschöpfend läutert. Ja. Jedenfalls hat meine Frau dann angefangen, wie das doch wäre, wenn wir jetzt feststellen würden, mein Vater ist auch ihr Vater, dass da eine Affäre lief oder was auch immer, und wir eigentlich Halbgeschwister sind, ob ich sie dann verlassen würde. Und da habe ich gesagt, ja, weil... Und dann haben wir uns tatsächlich darüber gestritten, wie das doch sein kann, dass ich nicht mit ihr zusammenbleibe, wenn wir verwandt sind, weil das macht ja doch keinen Unterschied. Genetisch kann da ja quasi nie was rauskommen bei uns.
Aber jetzt, also allein vom Gedanken her, ihr seid mit eurem Geschwisterteil, also auch wenn man nicht zusammen aufgewachsen ist, aber also allein der Gedanke, den finde ich ja so gruselig. Ich denke mal, ethisch kann man das gar nicht mehr verteidigen, eigentlich, dass Geschwister nicht zusammen sein dürfen, finde ich jedenfalls. Also ich könnte höchstens mit irgendwelchen moralischen Werten kommen, aber vom Prinzip her ging das ja um Genetik, da ich aber heute auch einfach gucken kann, ob ein genetischer Defekt bei zwei nicht verwandten Elternteilen vorliegt und ob die ein Kind haben können oder nicht und die sich frei entscheiden können, ob sie ein behindertes Kind zur Welt bringen wollen oder nicht, finde ich das nicht mehr gerechtfertigt. Wenn ich jetzt einfach nur sage, naja, sie würden aber ein behindertes Kind also sehr wahrscheinlich zur Welt bringen, deswegen geht das nicht. Das finde ich dann irgendwie auch nicht okay. Also, ich glaube, ich finde es da besser. Ja. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich total. Also ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt mit meiner Schwester oder sowas halt machen wollen würde. Aber ich weiß ja nicht, wer das möchte. Da finde ich das eigentlich schwer abzulehnen, muss ich sagen. Also heutzutage. Ja, das ist aber eine Meinung. Ja, jedenfalls. Jedenfalls, ich würde das ja nicht. Ich glaube, auch meine Frau ist mir nicht wirklich böse. Manchmal tut sie nur so, als wäre sie mir böse. Einfach nur, um mich zu ärgern. Frauen halt, ja. Meine Frau und ich haben auch, wir sind jetzt in der Urlaubsplanung. So ein bisschen. Und wir sind jetzt vom 100. ins 1000. Land. Also wir sind uns noch nicht so richtig sicher, in welches Land wir wollen. Wir sind uns relativ sicher, dass wir, also meine Frau will immer viel machen, viel, viel erleben. Die kann überhaupt keinen Entspannungsurlaub. Das ist gar nicht ihrs. Insofern weiß ich schon, dass es so oder so anstrengend werden wird. Das ist dann halt so, das ist okay für mich. Und ich bin gerne, habe ich über die letzten Jahre festgestellt, gerne weit weg von Menschen. Weil ich weiß ich nicht, ich wohne ja schon in der Stadt. Ich glaube, dass das, also das ist ja auch, ne? Ich bin nicht so ein Kulturmensch, also ich muss mir jetzt nicht angucken, wer was, wann, wo, wie, warum gemalt hat oder so. Das ist auch nicht so meins. Es gibt ein paar Sachen, da denke ich mir, da lohnen sich Städtetrips auf jeden Fall. Und dann sollte man sich das auch mal angeguckt haben. Aber prinzipiell bin ich nach so einem Städtetrip immer geschädigter als ohne Städtetrip. Das sind. Ja, also ich bin gerne. Hätte halt gern Kontrast zu meinem normalen Leben. Ne? Also so, ich würde gerne einfach in die Natur und niemanden sehen müssen, wenn ich das nicht möchte. Insofern müssen wir irgendwie das verbinden, dass wir viel, viel tun können, aber gleichzeitig dabei keine Menschen sehen. Ja. Und ich bin, also wir wollten eigentlich, ursprünglich wollten wir in die Schweiz für ein paar Wochen, zwei oder so, drei vielleicht. Aber ich habe so ein bisschen Sorge, weil ich weiß, dass so Schweiz und Berge oft so ein Ausflugsziel für ältere Leute ist. Und ich mache mir dann Sorgen, dass wir da total zwischen den Rentnern landen, irgendwie. Also irgendwie bin ich so unzufrieden gerade. Also nicht mega unzufrieden, aber mir fehlt halt so derbe irgendwas. Kann gar nicht sagen. Ja. Finde ich gar nicht so verkehrt. Ja, also ich würde jetzt gerne meine Entscheidung begründen, aber es ist halt immer so ein Gefühl und ich finde es sehr schwer, Gefühle zu begründen. Ich liebe das in letzter Zeit, so eine winzig kleinen Fussel, Washi-Tape-Schnipsel-Dinger
Bumse zu nehmen, um halt ja, das so festzumachen. Das mag ich. Es hält halt trotzdem. Ich bin immer ganz überrascht, wenn Leute so ein ausgedrucktes Bild wirklich auf allen Seiten einmal komplett einkleben und ich denke mir, mein Gott, was für eine Ressourcenverschwendung, warum sollte ich das machen? Das hält doch auch so. Ja, ich glaube, das klebe ich auf jeden Fall an. Oben bin ich unsicher. So verwendet man dann seine winzigsten Schnipsel noch. Ja, Urlaubsplanung jedenfalls. Ist es immer gar nicht so leicht, so einen gemeinsamen Nenner zu finden. Jetzt habe ich das da. Hier werde ich wahrscheinlich dann irgendwie das Datum drauf schreiben, stempeln, was auch immer. Und hier bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher. Also mir fehlt auf der einen Seite hier was und auf der anderen Seite denke ich mir, da sollte nicht noch mehr sein. Schwierig, das sind immer so diese schwierigen Sachen. Und hier irgendwas. Okay, ich gehe mal meine Sticker durch. Ich wollte auf jeden Fall ja gut Tama haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Sailor Moon ganz gut hinpasst, wegen diesen Gelbtönen. Das passt irgendwie zu ihren Haaren. Die könnte ich mir natürlich auch anschauen. Aber das ist vielleicht nicht so richtig der Stil, den ich jetzt haben will, so Sailor Moon. Okay, mein Stickerbuch, ihr kennt das ja schon. Es wird jetzt einfach mal drauf geparkt. Und ja, Craft geht natürlich auch, aber weiß ich nicht. Ah, ja, meine rothaarigen. Ich will immer neue Sticker produzieren, aber so richtig, also ich kriege immer keine hin, die so einen ähnlichen Stil haben. Oder habe ich zumindest das Gefühl, also dass ich halt keinen durchgehenden Stil habe. Ich finde, dass ich das alles schon ein bisschen besser mache, als ich das vor einiger Zeit gemacht habe. Hahaha, was für eine Aussage. Also, dass ich mich schon irgendwie entwickelt habe, aber nicht so, dass ich jetzt irgendwie denke, weiß auch nicht, dass es irgendwie was gibt, was sich in meinen Zeichnungen so durchsetzt, also irgendein Wiedererkennungswert. So, ich brauche jetzt irgendein gutes Tama, das aussieht, als würde es ihm nicht gut gehen, denn mir ging es irgendwie auch nicht gut. Schon wieder solche Bauchschmerzen. Ich habe halt, also sehr wahrscheinlich einen Reizdarm. Ich habe noch keinen Arzt gefunden, der sich in irgendeiner Form damit beschäftigen möchte, dass ich Schmerzen habe. Die sagen halt immer, ja, ist wahrscheinlich irgendeine Unverträglichkeit, probieren Sie es aus, lassen Sie was weg. Und da ich alles schon kategorisch immer so ausgehebelt habe und das irgendwie trotzdem auch so eine Verbindung gibt, also ich merke das schon, wenn es mir psychisch nicht gut geht, dass ich dann auch Bauchschmerzen bekomme, dass ich halt denke, dass das auf jeden Fall ein Reizdarm ist und ich da auf psychischen Stress reagiere. Ja, am Wochenende war das halt ganz schön schlimm. Also den finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Der ist auch ziemlich groß. Weil der hält sich so irgendwie den Wanz. Das passt doch ganz gut. Ja, jedenfalls weiß ich nicht, falls irgendeiner von euch auch so ein Problem hat. Habt ihr irgendwelche Patentlösungen, die irgendwie helfen? Ich bin auch viel zu viel drin. Also ich sitze nur am Schreibtisch. Entweder ich schreibe an meinem Roman oder ich arbeite was für die Hausarbeit oder lerne irgendwas. Oder ich sitze und ich bastel. Ich habe gar keine Bewegung, null. Und ich hasse ja Leute, die mir sagen, oh, sie müssen Sport machen. Ne? Also es ist ja mal das, was die Therapeuten zuerst sagen, wenn man irgendwie hingeht und man sagt, man fühlt sich nicht wohl. Haben sie sich dann genug bewegt? Nein, habe ich nicht. Ja, und wahrscheinlich würde es mir auch helfen, aber wann soll ich mich denn wohin bewegen und wie und wann soll ich das in meinen Zeitablauf bringen und danke für den Hinweis, ja, ich habe mich zu wenig bewegt. Ah, ich hasse das ja auch, wenn Leute recht haben, ich glaube, das ist das Problem. Der passt halt hier unten ganz gut hin. Den mache ich mal hier unten hin, der ist schön groß. Ja. Eigentlich war ich noch gar nicht fertig mit dem Urlaub, nicht wahr? Aber ich habe wirklich gelitten, was den Bauch angeht. Also ich habe auch immer, ich habe ja eine, also nicht so eine Art Angststörung. Und ich kriege immer sofort, wenn bei mir irgendwas zwickt, dann denke ich immer gleich, dass es was Schlimmes ist. Und dann
wird es meistens schlimmer, weil ich denke, es ist was Schlimmes. Also es ist ein Teufelskreis. Ich versuche mich dann immer zu beruhigen und denke mir also, selbst wenn es was Schlimmes ist, dann merkt man es ja halt erst, wenn es anfängt zu zwicken oder so. Und dann kann man ja noch was machen. Und also ich weiß auch nicht. Ich bin da so ganz schwer empfindlich. Ja. Und ich habe auch immer so komische Sachen, wo ich denke, also dafür gehst du jetzt auch nicht zum Arzt. Na, zum Beispiel tut mir halt seit über einer Woche, ich glaube schon seit 2 Wochen, hier der Finger weh. Man sieht absolut nichts. Am Anfang dachte ich, hätte mir irgendwo einen Splitter eingezogen, aber man sieht gar nichts. Nichts. Ja, aber es tut halt weh bei Berührung. Und ich kann doch nicht, weil hier, weil man sieht nichts, aber es tut halt weh bei Berührung, zum Arzt gehen. Also es ist ja, also was kann ich denn auch nicht, ne? Da leide ich dann einfach unendlich lange weiter. Vielleicht ist das eine Art Nervenschädigung oder so. Es verkommt jetzt übrigens in ein Alte-Leute-Video, wo ich nur über meine Krankheiten rede. Aber ihr wolltet ja, dass ich rede. Ja. Ja, ich habe irgendwie so ein Alter erreicht, wo ich eben nur über Krankheiten reden kann. Ja, ich habe auch so ein Alter erreicht. Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt. Aber ich war am Samstag, habe ich mich mit 2 Freundinnen getroffen. Die eine ist schwanger, die andere, die hat ein inzwischen fast 1-jähriges Kind. Und in diesem Café, in dem wir uns getroffen haben, es waren alle schwanger. Also gefühlt waren alle schwanger. An jedem Tisch saß eine Schwangere. Und also ich bin ja mal, also schon wieder ein bisschen im Lot mit mir, was das angeht, weil ich denke, A, ich habe Zeit, B, ich habe gerade noch was anderes zu tun, was irgendwie wichtiger ist für mich, als ein Kind zu bekommen. Es ist noch nicht der richtige Moment. Und so weiter. Also es ist schon meine bewusste Entscheidung, dass ich gerade kein Kind haben möchte und nicht irgendwie dem Umstand geschuldet, dass wir homosexuell sind. Aber also es ist schon manchmal echt nervig. Ja, so diese ganzen Babykisten hier. So, der reibt sich den Rücken, aber Rücken hatte ich gerade nicht. Also dieses Ei ist halt so goldig. Susi findet das total eklig. Aber eigentlich wollte ich also zurück zu den positiven Sachen. Ich mache mal kurz Pause, denn gleich macht er wieder hier einen Cut. Also mache ich das. Ach, das Scheiße wird das Video lang. Ich habe noch nicht mal geklebt. Geschrieben, nicht geklebt. Ich bin noch nicht fertig mit Kleben. Urlaub. Ich nehme den hier, der ist süß. Also auch ein bisschen random jetzt. Oh, was soll's. Wenn wir hier noch irgendwie so eine Art Schriftzug oder sowas hätten, aber ich verstehe ja kein Japanisch. Ja, also jedenfalls waren wir dann so weit, dass wir dachten, okay, also wir wollen halt viel Natur und es gibt wahrscheinlich schon noch einsamere Orte, aber der nächstgelegenste super einsame Ort, ja. Hat der einen kleinen Ninja-Anzug an? Oh mein Gott, hatte ich schon erwähnt, dass ich die super goldig finde. Also der nächstgelegenste einsame Ort wären die Färöer-Inseln. Und dann fanden wir das halt auch ziemlich schnell, ziemlich gut, weil es ein sehr gutes Busnetz dort gibt und wir ja nun mal kein Auto führen können, immer noch nicht. ja, aber dann haben wir davon gelesen, dass die da noch Delfine und Wale schlachten jedes Jahr und dass das schon einige Touristen schockiert, wenn sie dann da ankommen und die Strände da sind oder die Küsten sind blutrot, weil, ja, dann ist das, also das ist schon so eine Sache, also da sind wir beide schon so, dass wir sagen, oh Gott, also das ist auf jeden Fall ein Grund, da nicht zu fahren. Also so schön da auch die Landschaft ist, das würde uns, glaube ich, ziemlich belasten. Ja, zumal wir ja eigentlich so eher Whale-Watching-Touren machen wollen würden, anstatt Whale-Killing-Touren oder so. Habe ich schon erwähnt, dass ich irgendwie diesmal keine Ahnung habe, was ich mache. So viel zu meinen Erklärungen hier. Das will ich eigentlich nicht noch dicker machen, das ist ganz schön dick hier. Hier unten will ich das nicht hinmachen, weil ich das da schon habe. Ja. Das sind
dann immer so die Probleme. Das hat ja ganz weit runter hier. Ja, ja, ja. Ah, gut. Soll ich euch von meiner Hausarbeit erzählen? Ich habe jetzt ein ganz tolles neues Thema, nachdem ich mir da super den Kopf zerbrochen habe und überlegt habe, was ich da machen kann und hin und her und Schweißausbrüche, bevor ich da zu meiner Dozentin gegangen bin. Also meine Dozentin ist sehr, sehr nett. Und ich durfte auch viel früher rein, als sie eigentlich Sprechstunde hatte. Sie hat sich gefreut, dass ich schon da bin. Und dann habe ich gesagt, ach, ich habe kein Thema. Und sie meinte, ach, das ist kein Problem, nehmen Sie Spielwaren. Ja, und dann saß ich da mit meinen 2 A4 Seiten ausgearbeiteten Themenvorschlägen und dachte mir, okay, gut, nehme ich Spielwaren, vielen Dank. Ich suche gerade einen Stempel, irgendwas Fancyes hier hin. Vielleicht die Tulpe. Oder die hier. Ja, Moment. Ich habe auch schon lange nicht mehr mit Braun gestempelt. Ich habe ja irgendwo einen Braun. Ist nicht ganz klar, wo. Ja, jetzt habe ich jedenfalls Spielwaren und weil das Thema, also es geht um Namen, ja, nicht mal um Namen von Spielwaren, weil das ja dann doch relativ, ich glaube, ich finde die besser, ein großes Thema ist und ich ja halt 12 bis 15 Seiten nur schreibe und das ja auch noch untersuchen und erklären und bla 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 und Theorie, ist das halt relativ viel. Also musste ich mich halt auf eine Kategorie festlegen und ich habe mich jetzt auf Puppen festgelegt. Und jetzt google ich den ganzen Tag Puppen und man findet so kranke Scheiße. Also falls ihr jetzt Puppensammler seid, entschuldigt das bitte, aber es gibt so Seiten, dann gibt, also ich finde ja Puppen an sich schon, es gibt halt süße Puppen, ja gut, und dann gibt es diese super gruseligen, total alten Puppen, die auch noch nicht so richtig Lieder hatten, sondern die ganze Zeit so starren und oh. Ja, irgendwie ist mein Braun ein bisschen schwach in letzter Zeit. Das gefällt mir nicht so gut. Ich kann hier unten noch ein bisschen. So, und hier hätte ich gerne auch noch irgendwas. Ich nehme einfach den oberen Teil. Jedenfalls bin ich jetzt auf sehr gruseligen Seiten unterwegs. Habe auch beschlossen, ich werde mich nur mit Puppen für Kinder, also wirklich die als Spielwaren verkauft werden, beschäftigen, weil das sonst zu weit gehen würde. Und jetzt lege ich mir eine Puppendatenbank an. Und es ist schon ein sehr freakiges Thema, muss ich sagen. Und das Blödeste ist, dass es halt eigentlich gar keine Literatur gibt. Das heißt, dass ich alles irgendwie mir selber erarbeiten muss und das sehr, sehr schwierig ist. Und eigentlich alles, was ich sage, reine Hypothesen sind. Jetzt ist mein Akku leer. Ich wechsle den Akku und dann fange ich an zu schreiben. Und ihr könnt noch weiter über meine Puppen lachen. So, genau. Jetzt habe ich nur schnell den Akku gewechselt für euch. Eine Sekunde. Für mich 2. Ich überlege, ob ich jetzt hier was brushe. Ich kann halt aber nichts brushen, habe ich gar nichts Besonderes. Also es ist schon wieder nicht tagesabhängig, sondern es sind schon wieder mehrere Tage, über die ich schreibe. Auch eine Sache, die ich unendlich oft gefragt werde, was ich dann schreibe. Ich weiß, dass viele schon irgendwie einen Songtext schreiben oder Zitate generell und dann haben sie halt schon eine Seite fertig und dann schreiben sie vielleicht noch 1, 2 Gedanken oder was sie gemacht haben. Und dann sind sie eigentlich schon fertig und dann wirkt es natürlich irgendwie verwunderlich, wie ich halt ihr ganze Seiten, also ich habe zum Beispiel hier einen Eintrag gehabt, wo ich einfach unendlich viel zu erzählen hatte. Es geht bis hier, hier ist dann der nächste Tag. Und ja, deswegen werde ich ganz oft gefragt, was schreibst du denn so? Und ich kann immer nicht so richtig auf diese Frage antworten, weil ich immer denke, was kann man denn nicht schreiben? Also ich habe halt, ist ja jetzt schon wie im Video, ich erzähle einfach unendlich viel, ja. Und genauso mache ich das halt auch in meinem Journal. Ich schreibe halt nicht nur auf, was war, sondern auch, was ich darüber gedacht habe und wie ich mich damals gefühlt habe, als ich das erfahren habe oder so. Und wie ich mich jetzt darüber fühle. Und dann kommt man halt vom 100. ins 1000. Und deswegen, ja, bin ich nicht so, also
weiß ich immer nicht, wie man halt nicht viel schreiben kann. Ich schreibe einfach alles auf, was ich denke. Und da kann ich halt, glaube ich, auch keine weiteren Tipps zu geben. Datum wäre nicht schlecht. Und jetzt fragt mich mal, welcher heute ist. Leute, ich weiß es gar nicht. Das ist dieser Moment, wo man halt den ganzen Tag zu Hause sitzt. Welcher ist heute? Der 10. Ist heute der 10. Kann das sein? Das muss ich mal nachdenken. Oh Gott. Ich habe ein Handy, ich gucke nach. Der 11. Der 11. Da war ich doch gar nicht so schlecht. Habe ich doch nur einen Tag meines Lebens verpasst. Ja. Ich würde gerne wissen, an die, die irgendwas machen. Wie negativ das klingt. Also, es macht natürlich jeder irgendwas, aber die, die halt eine Arbeitswoche haben, sagen wir eine 40-Stunden-Woche oder so, und keine Kinder. Ich glaube, das ist nochmal ein großer Unterschied. Was macht ihr am Wochenende? Ja, das frage ich mich immer, weil ich habe oft das Gefühl, oder wir beide, meine Frau und ich, dass wir das Wochenende so ein bisschen verschwenden. Wir nehmen uns immer was vor, wir wollen irgendwas Tolles machen und dann ist Sonntagabend und wir liegen halt in Unterwäsche auf der Couch. Also nicht in Unterwäsche, wir frieren zu doll, aber wir liegen halt so auf der Couch rum, ja. Und die Hauptaktivität von Sonntagen ist es zu kochen. Ja. Und dann frage ich mich immer, was machen denn andere Leute an Wochenenden? Wir haben ja auch nicht so richtig so die Outdoor-Hobbys, muss ich ja mal sagen. Also es ist... Alles, was wir irgendwie so gerne machen, ist halt irgendwie Inside und dann hat man schnell das Gefühl, seine Lebenszeit zu verschwenden. Also jedenfalls geht uns das so. Und dann geht es uns auch ziemlich häufig schlecht damit. Ne? Das muss man auch sagen. Also sonst würde ich ja jetzt nicht fragen. So, jetzt schreibe ich da Montag hin, denn es ist Montag. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich mag es nicht so, über diese Kanten zu schreiben. Aber besser so rüber, als wenn ich jetzt so schreiben würde und dann so auf die Kante komme. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, das hat schon wieder überhaupt nicht funktioniert. Shit. Ja, ich sag doch, diese Kanten sind immer blöde. Und dann sieht das so aus, wenn man das lüftet. Man lüftet das am besten einfach nicht. So. Und ich weiß immer noch nicht, was ich und wenn ja und so weiter nicht daran tun. Auf alle Fälle habe ich ja hier nur so runtergeschrieben und ich denke, man könnte hier auch so schreiben. Es könnte sich halt schon lohnen, hier mal längs was zu schreiben. Alice kann das besonders gut. Die schreibt einfach dann so längs, aber Alice ist auch der Typ, der ihr privates Journaling versteckt und dann dieses öffentliche, also so eher Zitate oder einzelne Gedanken oder so Songtextausschnitte so längs schreibt und ich mache das eigentlich fast nie. Also hier habe ich ein Zitat genommen, weil ich irgendwas auf diesen Zettel draufschreiben wollte, aber in der Regel habe ich, wenn, dann so ein Zitat zum Einkleben und der Rest ist halt alles zusammenhängender Fließtext. Deswegen fällt mir das schwer, so was hinzuschreiben. Gut, das Video ist schon viel zu lang, deswegen schreibe ich jetzt mal. An dieser Stelle kurze Pause. Also ich habe jetzt hier ein bisschen was drunter geschrieben und hier, sodass ich jetzt quasi hier nicht mehr längs schreiben könnte. Also quer schreiben könnte. Deswegen habe ich jetzt quasi meinen Weg geebnet, um hier mal etwas so lang zu schreiben. Das könnt ihr natürlich alles machen, wie ihr wollt, aber ich finde das ab und zu ganz erfrischend, wenn das mal so ist. So, hier ist ein Haar. Überall sind Haare von mir. Ich muss unbedingt zum Friseur. Das nur am Rande. Und jetzt überlege ich mir wieder, was ich unterstreichen kann, möchte, will. Also hier hatte ich schon, weil ich sauer war, automatisch unterstrichen. Aber ja, ich
finde es irgendwie so fluffig und leicht und es gefällt mir ganz gut. Und hier fehlt mir noch was, muss ich ehrlich sagen. Also das habe ich hier ganz blöde, sehr geometrisch eingebettet und jetzt ist das irgendwie sehr nackig. Da muss ich mir gleich noch was überlegen. Genau, also das hatte ich ja jetzt gelöst, indem ich einfach da angefangen habe zu schreiben. Weil warum nicht mal? Ja. Gut. Das soll es schon gewesen sein mit dem Unterstreichen. Und ich denke kurz drüber nach. Also, wenn ich das jetzt hier noch voll mache, dann sieht das hier wieder leer aus. Und so, finde ich. Aber vielleicht sieht es auch so schon leer aus. Ach, es ist immer gar nicht so leicht, alles zu entscheiden hier. Man könnte da natürlich noch irgendwas hinstempeln oder Washi hinkleben. Ich glaube, ich bin für Stempeln. Ich gucke eben. Okay, ich wähle etwas sehr Dezentes, und zwar diese Blume hier. Und habe mir überlegt, dass ich hier bei dem Datum gerne auch noch was hervorheben wollen würde. Aber fangen wir mit der Blume an. Und dann soll es das auch gewesen sein. Ich schneide, dass mein neuer Drucker da ist und ich jetzt wieder Bilder drucken kann, aber irgendwie keine mehr finde, die ich als also was heißt ästhetisch? Ich finde natürlich schon ästhetische Bilder, aber nicht so was ich im Moment gerne haben wollen würde. Das ist sehr ungünstig. Ich nehme mal diesen Kreis hier. Immer super random. Vielleicht noch eine von den Blumen hier, die auch noch auf einen kleinen Stempelblock geklebt werden sollten. Irgendwann mal. Das nimmt dann aber mal wieder mehr Platz weg. So. Vielleicht mache ich die auch noch mal hier hin. Oh, whatever. Ich denke, das bleibt jetzt so. Das reicht und das soll so sein. Und ja, gelb-orange ist halt nicht mein Ding. Ja, ich denke, ich lasse es trotzdem, weil diese Seite sonst einfach zu, wisst ihr, aussieht. Wisst ihr wahrscheinlich nicht, ne? Vielleicht nehme ich sogar dieses Washi nochmal ab. Irgendwie so richtig happy bin ich da. Ne, okay, jetzt probiere ich das einfach mal aus und gucke mal, wie das aussieht. Ich kann es ja sonst wieder hinkleben. Also es fehlt halt definitiv da was, aber ich mag halt dieses, ich mag das halt nicht, dass das da so geradlinig ist, wisst ihr, ich meine. Ich würde eher hier nochmal einen draufpacken und mir hier noch kurz was überlegen. Das passt jetzt an mir, aber jetzt könnte ich hier halt was hinmachen, aber ich habe ja da schon gestempelt eigentlich. Oh. So. Gehen wir zurück zu den Yogitama-Stickern. Ach, irgendwie. Irgendwie, wenn ich jetzt doch noch, ich schreibe jetzt einfach, dass ich mich am Wochenende getroffen habe mit zwei Freundinnen und nicht mal, das habe ich euch erzählt, deswegen gar nicht erst einfach Kaffee oder Kuchenrausch, so heißt das, falls ihr mal in Berlin in der Warschauer Straße seid oder in der Nähe der Warschauer Straße, vielmehr, da gibt es ein Lokal namens Kuchenrausch und die haben sehr, sehr tollen Kuchen. Auch noch. Oh, interessant.
gleich mit diesem Stift. Gut. Wir wollen das jetzt auch nicht hier in die Länge ziehen. Also nicht, dass wir das nicht schon getan hätten, aber ich denke, so bleibt es jetzt. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Natürlich hoffe ich das immer. Und ja, vergesst bitte nicht, mir zu sagen, wieder bitte so aktiv wie das letzte Mal, ob ihr gerne einen Livestream hättet, wo wir dann irgendwie direkter miteinander kommunizieren können, während ich ein Insert binde oder ja, also ob wir das mal probieren wollen. Ich weiß natürlich nicht, ob es funktioniert, aber ich würde mich dann damit beschäftigen. Oder ob euch das lieber ist, wenn ich einfach ein Video drehe, das ihr, wann ihr wollt, gucken könnt. Ja, erzählt mir das bitte. Und dann auch, wenn ihr einen Livestream haben wollt, wann und Instagram oder YouTube. So, das war's von mir. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Ich hoffe, ich schaffe es auch, das zu schneiden und so, damit sich dieser Spruch lohnt. Aber auf Wiedersehen und bis bald. Tschüss!